Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Battlefield Bad Company 2 mit mir, dem Superpro, und schon meinem ersten Gast. Nach ungefähr 10 Parts habe ich schon jemanden dabei, und zwar Nick. Guten Abend. Hi. So, und wir zwei spielen hier mal auf Erntetag und ziehen mal gemeinsam hier durch die Gegend. Würde ich sagen, ich spawne direkt mal bei dir. Du heißt Wilco Abim und bist ja hier leidenschaftlicher Sniper und damit auch ziemlicher Pro, ne? Ja, kann man so sagen. Ich würde mal sagen, wir gehen rechts und hauen da ein bisschen vor, ne? Alles klar, mach du mir den Weg frei. Jo. Oh, 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 vorne, oben, oben, Geschütz. Wo? Oh, warte, oben warte, ist warte. Da ist. Ein Mörderschlag. Okay, oh, 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 also, Leute, entschuldigt, wenn ich ein bisschen hier rumstottere, weil ich bin jetzt da oben. Läuft doch irgendwas rum. Das ist ja wirklich heftig. Okay, du bist da hinter mir. Ich guck mal, dass ich den Weg freikriege, aber ich sehe, auf der Map ist Sniper doch am besten, auch wenn man hier Angreifer ist. Und ich tippe mal, hier oben steht immer noch jemand. Jo, angeschossen, ich bin angeschossen. Okay, so, lass mal gucken. Da oben auf der Bergspitze. So, ups. Dich habe ich. Ich finde die M416, finde ich cool. Also, ja, die ist genial. Also ich natürlich kann besser als du so da mit der M. Ich verarsche ein gegnerischer Panzer. Oh ja, den habe ich jetzt auch gesehen. Aber daneben stand ein Pionier mit der SKL, die ich gar nicht mal so gut finde. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt auch mal auf Klärer, weil, ob du es glauben willst oder nicht, ich habe... Hilfe! Hilfe! Ich sehe dich gerade in der Vorschau. Wow. Das ist natürlich heftig. Ich spawne mal direkt bei dir hier und nehme mal das M24, weil ich noch nicht die SVU oder so frei habe. Das ist nämlich leicht doof. Achtung, der Panzer lebt immer noch, gell? Hinterm Berg. Also wenn der andere Sniper-Typ C4 hat, dann sind wir, haben wir Glück. Oh, da ist noch einer. Ich bin hier mal unten mit der Pistole. Pass auf, Panzer. Der hat mich nicht gesehen. Tipp gut so. Scharfschütze. Und hier laggt es bei mir. Ich frag mich, warum. Oh, nee, okay, jetzt scheiße. Jetzt läuft's einigermaßen. Was ist denn bitte... Ach, die AEK. Mit der AEK hat er mich gekillt. Auf welche Entfernung will er dich damit gekillt haben? Oh, keine Ahnung, also der stand unten im Haus. Oh, 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 da drüben ist auch wieder so ein Sniper. Und ich bin ja wirklich nicht so gut mit Sniper, ihr wisst es ja. Ich habe das ja schon zigmal gesagt. Achtung, da kommt einer. Mach No-Scope. Ja klar, das ist so deine. Zack. Oh, sauber. Schon. Das war nice. So, den kriege ich noch mit der Pistole, also ihr seht... Selbst mit Sniper mache ich nur Pistole. Oh, verdammt, das war eine schlechte Idee. Und ich frage mich, warum das eben so ein bisschen geleckt hat. Also, liegt höchstwahrscheinlich daran, dass wir Skype offen haben. Und über Teamspeak würde das sicher viel besser laufen. Weißt du, was Teamspeak ist, ne? Ja. Genau. Vielleicht gehen wir ja mal auf den Server. Hier, ich bin in einem Tank. Wenn du draufgegangen bist, kannst du ja mal bei mir joinen. Ja. Ich bräuchte nämlich noch einen. Und ich habe mir gar keine Tank-Spezialisation. Spezial. Und ich bin da. Du bist drin. Top, top Ding. Und ich würde mal sagen... Da ah, muss er hin. Den treffe ich noch. Panzer unten links. Wo? Ah, der lebt nicht. Okay. Aber da oben ist er. Was heißt lebt nicht? Das ist dumm. Aber der wird gleich leben, tippe ich mal. Beziehungsweise erlebt. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Und wir gehen. Sollen wir direkt an die Kiste? Nein, das ist schlecht. Rakete, Rakete. Hier müsste jetzt wirklich einer mal von uns Pionier sein. Oh, 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 Entschuldigung. Bist du raus? Ja, nee. Na okay, dann ist das. Ich hab das nicht bemerkt, dass der Panzer da stand. Ja, da ist einer gejoint, also ich gehe mal wieder als Sniper. Und. C4 will ich doch eigentlich gar nicht, ich will doch Mörserschlag. Mörserschlag ist viel cooler. Damit kann man. Oh, Drohne. Oh, Drohne ist auch gut. Oh, dann viel Spaß. Ach, verdammt, ich Vollidiot, ich bin wieder auf E gekommen. Ach, ich voll. Das mache ich auch. Hier, Tank nochmal, wenn du Lust hast. Hui. Genau, und da sind wir wieder zu zweit. Wir sind übrigens allein in unserem Squad, das weißt du. Das ist cool, gell? Alleine. Oh, beide 3 zu 3.
Oh, ha, wie? 3 zu 3, echt? Ja. Also wenn ich irgendwie mit so einem Glückstreffer einen treffe, Glücks- oder normalen Schuss einen treffe, dann lache ich so. Ja, das ist immer genial, einfach mal so in die Prärie halten, ne? Richtig. Also ich habe es mal geschafft, während dem Fahren einen anderen Panzer zu erwischen, aber okay, dann war es auch wieder vorbei. So außenrum? Ja, außenrum. So, steig mal aus. Ja, mit Sniper ist bei mir im Moment schlecht, mit Aussteigen. Aber ich weiß, dass da hinten ein Pionier rumläuft. Wo ist der? Da steht er. Zack, erwischt. Angeschossen. Den? Wow. Haus stürzt ein, Haus stürzt so, ein. So, so, oh, verdammt. Mit der M... Ah, das ist dieser Revolver da, den ich gar nicht so gut leiden kann. Aber ich habe selber meinen eigenen Rat nicht befolgt und habe die M9 mitgenommen. Ich habe ja gesagt, ich will unbedingt die 1911er mitnehmen. Das ist so der Kompromiss aus Schüssen und ich mach die scharf. Ich mach die scharf. Ha. Fuck. Und der Kompromiss aus... Oh, da wollte mich gerade jemand messern. Dann habe ich den gerade mal einen No-Scope gegeben. Ist das nicht nice? Oh ja, das ist natürlich nice. Nur das Problem ist, bei mir war da nichts mit Non-Scope. Wenn Sniper wenigstens so ein ganz grobes Scope hätte, das würde mich freuen. Scheißdreck, ey. Schon wieder der Typ mit der AEK. AEK. Ja, richtig. Das ist die Pionierwaffe. Und ich habe Einsatzziel zerstört. Muah. Oh, gut. Das ist ja mal toll, also und ich bleibe jetzt auf jeden Fall mal eher auf Distanz. Sniper im Nahkampf, ja. Und du bist ja wieder eingestiegen, wurdest du reanimiert? Nee, ich bin da, ich bin hinter dir gespawnt. Hä, aber warum bist du dann so weit vorne? Ich sehe tatsächlich einen durch einen kleinen Türrahmen und der ist mir, durch die Wand. Okay, Wallhack. Wenn sie das jetzt denken, dann sind sie dumm. Weil das geht hier echt mit den spezifischen, also die M24, die hat schon PS sozusagen oder Druck hinter. Ja, schon, das stimmt, aber das Problem ist, du musst halt treffen. Man muss sie natürlich auch beherrschen. Ja, und wenn der Tank, oh verdammt, warum muss mir jemand den Tank schnorren? Ich hätte gedacht, ja du Freundchen, ich will mit. Ja, super Sache. Ja, fahre ich mal hier mit dem Tank auf die Station A und B zu, aber ich glaube nicht, oder beziehungsweise ich hoffe mal, dass wir es noch schaffen, die fertig zu kriegen. Oder beziehungsweise sind ja gar nicht mehr die hier. Du, komm mal rüber, oder beziehungsweise ich komm mal zu dir. Gib mir ein Momentchen, dann können wir wieder zusammen losziehen. Also, ihr seht, Leute, das wird eine lustige Angelegenheit hier mit zwar uns als zwei Snipern. Da bist du, alles klar. Ja. So, wenn man mal hier so rumguckt, ein Scharfschütze, zwei Scharfschütze, ich und noch hier vorne. Ja. Also das geht hier schon ab auf Erntetag. Ja, richtig. Und hier oben rechts seht ihr wieder jemanden, der einen mit der SVU, also dieser Sniper Sky, also Achtung, Scharfschütze hinter dir. Links von dir. Da im Wald. Hab ich. Oh, mit der Sniper Sky, ja kurz, wenn wir schon davon reden, ne? Hast du ihn? Ja, mit der M19, dein Rat befolgt. Ja, die 1911er, die ist gut. Also für so Sachen, denke ich, komm mal mit, ich zeig dir mal noch einen geilen Spot. Jo, komme. Ich bin hinter dir. Oh, hat er dich auch? Ja, scheiße. Ja, nicht der so viele Fäkalwörter hier, also... Sorry. Zwar ist das Publikum hier, was zuguckt, hoffentlich über 18, aber... und ich nehme jetzt mal den normalen 10-fach-Zoom und steig hinten ein, weil du ja auch draufgegangen bist. Aber warte mal, wie ist denn das hier? Wie steht denn das hier mit der Drohne? Wie steht das? Bist denn du? Warte mal, wie geht das nochmal mit der Drohne? T, ja, T, ich bin in der Drohne. Alles klar. Und ich fahre mal mit dem Auto. Ja, tu das. Und ich darf nicht auf E kommen. What? Straßenlöcher, oh mein Gott. Oh ja, Gegner ausgeschaltet und da ist meine Drohne auch schon kaputt. Aber ein Glück, ich habe noch einen damit gekriegt. Mein erster Drohnenkill überhaupt. Und ihr seht's, Leute, ich bin ja noch gar nicht drauf eingegangen. Ich spiele mit meinem Level 20er Account. Das soll nicht heißen, dass ich unbedingt meinen
Level 1 er nicht hochleveln will, aber das soll heißen, dass wir eigentlich ein One-on-One gegeneinander machen wollten, aber daraus nichts geworden sind, weil wir in gegnerischen Teams sind. Oh. Und für so ein One-on-One muss man halt ganz recht ausgeglichene Waffen bzw. Kenntnisse und Accounts haben. Ich hasse die SVU, ey. Den Typen, den bring ich höchstpersönlich um. Egal wie. Der hockt da genau, wo ich dich hinbringen wollte. Ja. Oh, verdammt. Ich habe aber noch einen Mörserschlag runtergelassen hier. Und vielleicht läuft ja noch einer von diesen Deppen da rein. Nee, schade. Also spawnen wir mal hier wieder bei dir. Und ich würde sagen, da gibt's einen Quad. Ein Quad. Mal. Nehmen wir das. Lass mal Quad fahren. Nimm du den anderen, da ist noch einer. Ja, ja, klar. Ich hoffe mal, ich habe den Bug, bei dem man die über die Schulter schießen kann. Nee, schade. Warum geht das? Ja, da gibt's einen Bug. Den habe ich letztes Mal sogar im Let's Play gehabt. Und ja, irgendwie haben wir hier ein bisschen Lag. Nee, okay. Wunder dich nicht über meine Fahrkunst. Nee, das ist okay. Solange das Quad nicht ganz kaputt geht, ist das okay. Und ich... mit Sniper von hier aus ist wirklich schlecht. Von hinten da drauf. Aussteigen, ja. Jo. Hier geht's dann ins One und siehst gleich den Gegner. Ich hoffe mal, ich finde den jetzt. Da. Boah, fuck. Warte, den hole ich mir noch. Den hole ich mir. Zwei und nein, eins. Den. Oh, hast du gesehen, wie total ich den nicht gesehen habe? Das war ja schrecklich. So, und ich spawn natürlich wieder bei dir. Du bist sicher ein Stückchen... Ah, du bist ja schon da. Moment, ich komme, ich eile. Komm, das schaffst du noch. Fuck! Was ist das? Karl Gustav. Ja, oh, das ist ein Karl Gustav Noob. Und mit diesem Final Kill, beziehungsweise überhaupt meinem, was weiß ich, fünften Kill, und ich bin drittbester, hallo, würde ich sagen, wir gehen in den nächsten Part, von Let's Play Battlefield Bad Company 2 mit mir, dem Superpro, und hier Nick alias Wilkorbim. Tschüss, Leute.